Und willkommen zurück zu Uncharted 4. Ganz nah an Avery Schiff. Ist gerade super spannend. Wir sind gerade in luftige Höhen. Und ich denke mal, wir müssen jetzt an diese Wand daran. Okay, hier oben geht's, denke ich mal, nicht weiter. Das heißt, wir lassen uns jetzt nochmal fallen. Und zwar an die Wand. Das hilft mir dabei aber nichts. Jep, jetzt. Sehr gut. Oh, Alter. Oh. So, ich denke, wir müssen jetzt hier hoch. Hoch da mit dir. Okay. So, gibt's hier einen Kletterpunkt? Oder müssen wir da rüber jumpen? Weg runter. Ja, ich denke nämlich auch, dass der Weg runter ist. Oh, oh, okay. Da konnte ich leider nicht mehr rüber jumpen. Okay, und gleich nochmal das Ganze. Das ist wohl mein Weg runter. Das Wasser sieht schon verdammt nice aus. Aber komm. Wahrscheinlich hat er einen trockenen Weg genommen. Ein weniger schmerzhaft. Okay, schau mal, wo es hier weitergeht. Hier vielleicht? Gehen wir einfach mal hier weiter. Hier schaut es gar nicht so schlecht aus, glaube ich, oder? Auf jeden Fall ein Schatz. Rashtan-Kästchen. Okay. So. Wo geht es hier weiter? Hier vielleicht irgendwie? Nope. Nope, 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 nope. Ah, alles klar. Schön Unterwasserhöhle. Ich liebe es, Unterwasserhöhlen. Ziehen, Leute. Sind wir bald fertig? Das ist die letzte, Ma'am. Gut. Oh, die haben einen Schatz geborgen. Beeilen, holen wir die anderen noch ab. Das war doch Sam, oder? Sam hat sich gerade unser verdammtes Boot geschnappt. Er will zu Averys Schiff. Komm. Lass ihn. Wir sind fertig. Wir sind fertig. Die meisten meiner Männer sind tot. Und wer noch lebt, ist abgehauen. Siehst du das da? Das Ende ist buchstäblich in Sicht. Dein wahnsinniger Pirat hat die gesamte Höhle vermint. Ich setz keinen Fuß auf sein Schiff. Nadine, wenn du hier und jetzt abhaust, war der Tod all deiner Männer. Alles, was wir getan haben.
Umsonst. Wir haben hier Gold im Wert von Millionen. Das und lebendig zu sein reicht mir. Kein Wunder, dass dir die Männer abhauen. Wie bitte? Wir stehen kurz davor, Geschichte zu schreiben, und du gibst dich mit einem Almosen zufrieden, einem Bruchteil von dem, was Sam auf dem Schiff erwartet. Wenn er es lebend von diesem Schiff hinunterschafft, kann er es haben. Dann hat er sich's verdient. Ganz im Gegensatz zu dir. Jetzt hör zu. Wir können den ganzen Tag lang hier stehen und uns beleidigen. Oder wir beenden das, was wir... Wir werden's beenden. Sorry, man. Mit Söldnern ist das so, Nadine. Ihre Loyalität ist käuflich. Und nicht verdient. Und jetzt komm. Entweder wir beenden das hier gemeinsam, oder wir beenden es gleich hier. Lass uns Geschichte schreiben. Braves Mädchen. Nach dir. So, mal schauen, wie ich hier rauskomme. Da glaube ich, sieht es nicht schlecht aus. Kommen wir da hoch? Ich muss unter diesem Dock weg. Okay, schauen wir mal runter. Vielleicht gibt es hier noch einen anderen Weg. Da bin ich gekommen gerade. Oh, wie wird der Weg jetzt hier raus? So schlecht jetzt hier von der Beleuchtung gerade, dass man es einfach nicht gescheit sieht. Da kommt man nirgendwo raus. Da kommt man hier raus, oder? Nein. Das Ende eines Diebes, Kapitel 22. Das Ende, das ist jetzt vielleicht schon das letzte Kapitel. So, wo müssen wir jetzt denn überhaupt hin? Zu dem Schiff vielleicht jetzt. Ein Boot haben wir nicht. Normalerweise zu dem Schiff. Sagen wir, schwimmen jetzt einfach mal. Boah, fuck. Scheiße. Okay, dann sehe ich aber schon einen Punkt, wo wir rein können. Da ist uns der Weg versperrt, da werden wir nicht weiterkommen. Schon sind wir drin im Schiff. Schorle, okay. Lalalala. Finden hier.
Das versperrt. Und da sind wir gekommen, oder? Nee. What the fuck? Wie sollen wir denn die Schätze wegkriegen? Dann kriegen wir doch hier nie weg, die Schätze. Angeschossen. Oh, er ist da. Mei. Sam? Entspann dich. Er lebt. Dieser Idiot hat uns fast alle umgebracht. Ich bringe ihn jetzt hier raus. Nein, tust du nicht. Rafe, du kannst den Schatz haben, okay? Lass mich nur meinen Bruder retten. Nach allem, was er getan hat? Wie edelmütig. Aber nein. Wenn wir hier warten, sind wir alle tot. Willst du das? Hab ich nicht gesagt. Was meinst du, Nadine? Schön, dass es dir wieder gut geht. Bist du so nett und nimmst Nate die Waffe ab? Ja, damit. Glauben Sie echt, Sie können ihm trauen? Ha? Geht sie nichts an. Warum versuchst du, sie aufzuhetzen, Nate? Nadine und ich sind Partner. Und meine Partner bescheiß ich nicht. Geh darüber. Aber du und dein Bruder, ihr habt meine Großzügigkeit von Anfang an ausgenutzt. Ihr wolltet mich ausboten und es wird Zeit für eine Lektion. Was machst du da? Jetzt gib du mir deine Waffe. Nadine? Ich sag's nicht nochmal. Tja, Karma, Baby. Karma. Du benimmst dich gerade unglaublich dämlich. Sieh mal darüber. Nadine, hör auf! Himmel! Ich sagte, sieh hin! Okay, da sind ein paar Skelette. Na und? Ich weiß nicht so viel über Geschichte wie ihr Jungs. Aber ich kann mir gut vorstellen, wer die beiden sind. Na dann klär uns auf. Es sind Avery und Two. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Schön für sie. Was sagt uns das? Jeder, der von diesem Schatz besessen ist, bekommt, was er verdient. Was, Sie lassen uns einfach zum Sterben zurück? Ich lasse euch nur zurück. Ob ihr sterbt oder nicht, ist mir egal. Nadine, warte. Leb wohl, Rafe. Nadine! Mach sofort diese verdammte Tür auf! Rafe, sie ist weg! Komm, hilf mir, dann kommen wir alle hier raus. Nein, daraus wird nichts. Komm, hilf mir mit Sam, dann helfe ich dir bei der Tür. Nein, ich werde mich an keiner dieser Münzen erfreuen können. Solange ich weiß, dass du und dein nutzloser Bruder noch am Leben seid. Okay, komm. Komm wieder runter. Du kannst fechten üben, wenn wir wieder draußen Nate, sind. Nate, halt die Klappe! Strafe, das ist Irrsinn, sogar für dich. Weißt du, was Irrsinn ist? Nathan Drake lief mit einem Verrückten und seiner Armee um die Wette zu den Stufen von Shambhala. Verdammt! Nathan Drake entdeckte eine verlorene Stadt in der Rub al-Khali-Wüste. Verflucht! Komm schon, wir können zusammen hier raus. Nathan Drake fand das sagenumwobene Eldorado. Komm schon, Ray. Hör auf. Nathan Drake ist eine Legende. Ich habe den Mann erschossen, der mir das gesagt hat. Ray, komm schon. Ich verstehe, dass du mich nicht sonderlich magst, aber du... Trotz deiner Großartigkeit, Nate, hast du nichts. Du bist nichts. Jetzt komm, Baby. Ich hatte dich gewarnt, mir aus dem Weg zu gehen. Ah. Ja.
Avery zu finden und das lasse ich mir nicht von zwei miesen Dieben, einem senilen Trickbetrüger und einer gescheiterten Journalistin wegnehmen. Kenner. Wenn dir dieser Haufen Verlierer so viel bedeutet, werdet ihr bald wieder vereint sein. En garde, du Penner. So ist richtig. Stirb. Stirb doch endlich. Ach, gell, das gibt's doch gar nicht. Okay, Leute, ich würde sagen, den letzten Kampf schauen wir uns in der letzten Folge an. Bleibt dran, du verpasst auch nichts und ansonsten viel Spaß. Ciao, euer Andi.